Bad Nauheimer. Die Eisbären von links nach rechts. Der Schiri hebt den Arm, der Puck fällt und das erste Drittel beginnt. Bulli gleich mal bei den Gästen. Erster Schuss auf den Fien. Die halten Gegenzug der Eisbären über Gajowski. Slezak wieder auf Gajowski mit der Backhand und fast der Treffer. Was für eine Parade von Kuhn. Überhaupt kein Fehler, nicht. Nö. Also von Nauheim. Gut, gut. Da ist das Tor von Trivino. Auf Zuspiel von Morley gehen die Eisbären hier. 50 Sekunden vor Ende des ersten Drittels mit 1. Der Torschütze stark gesehen von Morley, starke Annahme und keine Chance für Kuhn. Ja, ich glaube, der Pass sollte eigentlich zu Liss übergehen und Trivino läuft dann einfach noch rein. Wir sehen es jetzt hier nochmal in der Luxusperspektive. Ja, Liss stand da eigentlich auch einschussbereit. Der Verteidiger hat sich auch zu Liss rüber orientiert. Und Trivino war dann einfach Mutterseelen alleine vor Kuhn. Und ja, aus der Distanz hast du als Torwart, außer er schießt dich an wenig. Mit Sicherheit eine spannende Einweihung da in München gewesen. Der letztes Jahr noch in Ravensburg aktiv war, auch ein paar Spiele für Memmingen gemacht hat. Wandorz. Bruden, da Tor! Ist das Tor! Der das Treffer für die Gäste. Der Mann mit der 24, Philipp Bidul, der Verteidiger. Steht da goldrichtig für Jonas Neffin ab. Ja, jetzt haben sie sich ein bisschen erbettelt, weil sie nicht wirklich irgendwo dazwischen gekommen sind. Ja, es war sogar der Schlittschuh von Schütz. Ja, es war Corby Schütz, der die Scheibe unhaltbar abfälscht. Bidul zeigt sie auch sofort an, hey, ich war gar nicht dran, das ist deiner. Wir sehen es jetzt nochmal im Replay und jetzt kommt der Schuss. Und dann war es der Schlittschuh von Schütz und nicht Bidul. Mehr passiert ist, als wir von hier oben gesehen haben, aber Details sparen wir uns jetzt einfach mal. Aber ja, gute Besserung an der Stelle. Divino. Den Abrutsch der Ausstrafe gegen die Gäste. Weber. Schei vom Tor! Alle Lys mit dem Tippen! Somit hebt sich die Strafe aus. Die Regensburger gehen jetzt mit Führung. Starker Pasta von Weber und Oli Liss fälscht da unhaltbar für Jerry Kuhn ab, der sich noch bei Seifert beschwert. Wo stehst du? Du musst doch den Mann decken, sieht man da im Replay. Ja, man sieht ganz schön, Oli Liss geht in die eine Richtung, jetzt sieht man so einen Seifert orientiert sich in die andere Richtung. Und dann aber genau oben in den Winkel rein von Oli Liss. Schütz sucht die Anspielstation im Aufbau, findet Marvin Schmid auf der Rückhand. Er kann sich gut kontrollieren, aber dann vertändelt er die Scheibe wieder. Brento Bar. Und da ist Ohrendorz und der macht's. Kevin Ohrendorz gegen Jonas Neffin zum Ausgleich. 2:2. Aufbaufehler erneut. Wohlverdient für die Bad Nauheimer. Eiskalt Ohrendorz gegen Jonas Neffin zum 2:2. Ja, stark gemacht, stark weitergeleitet. Stark von Ohrendorz lässt da Neffin keine Chance. Der Ausgleich, Jonas 9:55 vor Ende des dritten Drittels. Jakob Weber, David Morley. Lös probiert am Tor vorbei. Jerry Kuhn, den hat er sehr spät gesehen. Und wir gehen für die Eisbären zum dritten Mal in diesem Jahr. So, weiter geht's. Ohrendorz zum Lautenschlager für die Gäste im Sturm. Trivino, Morley. Ja, Kaufmann einen Schritt schneller, hat kurz früher antreten können, leitet jetzt auch den Konter ein, Bühler gegen ihn. Starker Schuss aufs kurze Eck, aber Neffin passt gut auf, noch 1:28. Ja, da waren auch die längeren Beine vom Tim Kaufmann ausschlaggebend für den Gewindesprint. Wichtiges Bulli für Kohl. Aber ich traue Trivino sogar ein offensives Anspiel zu, dass er es versucht, aber macht er nicht, gewinnt das Bulli. Und wir gehen ins. Der Mann mit der 86, sehr gute Hände hat er. Gegen Kuhn, Corey Trivino. Und er netzt ein durch die Hosenträger. 1:0 bei den Gästen. Ohrendorz. Hickmott gegen Neffin.
legt sich die Scheibe vor, Hickmott und Treffer. 1-1 der Ausgleich. Technisch feiner Spieler David Morley. Trivino erneut gegen Kuhn. Corey Trivino. Trivino trifft unter die Latte. Macht er wieder das gleiche Hickmott. Geht er wieder auf den Fanghandschuh. Diesmal nicht und diesmal hält Jonas den Team. Und wieder Corey Trivino. Zum vierten. Was lässt er sich jetzt einfallen? Der Edeltechniker, der Eisbär. Trivino. Wieder selbe Seite, bisschen weiter raus. Trivino und trifft. Corey Trivino. Viermal Penalty, viermal getroffen. Er wird heute